Hi ho und willkommen zurück bei dem Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Age of Mythology. Ja, wir fangen ohne Umschweife mit Mission 9 an. Wait, wir sind schon bei 9. Das heißt, wir haben bald ein Drittel der Kampagne geschafft. Die Kampagne hatte etwas mehr als 30 Missionen, nur mal um es vorwegzunehmen. Ohne großartig zu spoilern. Also geht's los mit Mission 9, Offenbarung. Yay. Eine gigantische Festung mitten im Nichts zum Schutz eines riesigen Schachts, der hierhin führt. Und ein Zyklop, der Feuer auf uns regnen lässt. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier nicht mit einem Banditen zu tun, Chiron. Was meint ihr mit hier? Er meint Erebos, das Reich des Hades. Wir befinden uns in der Unterwelt. Was? Ein Tor, was wohl dahinter ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn unser Freund der Zyklop es öffnen will, sollte es besser geschlossen bleiben. Wir müssen diese Ramme zerstören. Ruft sofort nach Verstärkung! Eddie, Wulome. Wulome. Malista. Jupp, wir müssen jetzt diesen gewaltigen Rambock. Verstärkung! Zerstören. Edibus, Malista. Esto. Große Torramme. Die riesige Ramme, mit der Gargarensis das Tor zum Tartaros aufbricht. Mehr will ich dazu nicht verraten. Und das Tor zum Hades. Also nicht das Tor zum Tartaros. Prostagma? Isvoli? Prostagma? Nee. Oh, und da war ein Zyklop. Und überall die Leichen oben. Also wir sind, wie Chiron bereits gesagt hat, in der Unterwelt. Also da, wo eigentlich die Toten hinkommen. Und wir werden von aller möglicher Viehzeug hier angegriffen. Da wir hier im Reich von Hades sind. Wo ist der gute Hades? Jo, genau, öffne das mal. Genau, in seinem Reich sind wir. Auch wenn Hades hier ein bisschen komisch aussieht. Ja, und das Hintergrundwissen lese ich jetzt mal nicht vor. Jeder, der nicht Hades kennt, der ist hier falsch. Hallo, Zyklop. Dich töten wir auch mal schnell. Damit du kein Problem darstellst. So, und dann... eine Chimäre. Ein Manticore. Hier fliegen komische Vögel durch die Gegend. Und die Hobliten sind zu normalen Hobliten geworden. Und da verkrümelt sich Gargarensis auch schon. Oh. Wir könnten eigentlich den Gewittersturm hier benutzen. Damit er ein bisschen Schaden macht. Wir können die Tunnel des Ringes mit diesen Felsbrocken blockieren. Genau. Diese Felsblocken hier sollten wir blockieren. Das machen wir am besten mit einem Blitz. Aber erstmal werden wir die Zyklopengegner hier los, die gerade auf uns zustürmen. So, den Durchgang haben sie schon mal aufgegeben. Jetzt stehen sie dahinter und sitzen fest. Durch den Ausgang könnten sie noch kommen, theoretisch. Deswegen ist es... erstmal wichtig, dass wir hier die Gegner loswerden und dann schnell das Ding einreißen, damit nicht zu viel Verstärkung durchkommt. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Prostagma. Obwohl, wir können die hinschicken. Die Helden schicke ich mal hier hin, dass sie hier das schnell clearen. Genauso wie ich die hier losschicke. Losbrechen, könnten wir einen dieser Tunnel blockieren. Jupp, den Tunnel hier.
Können wir auch noch blockieren. Das geht relativ fix eigentlich. Vorausgesetzt, wir werden erstmal die beiden Hopliten vom Gegner hier los. Weil wir haben ja zum Glück schwere Hopliten. So, und unsere Hopliten, die greifen hier mal an. So, greift das Ding an und reißt es schnell nieder. Denn wir müssen uns dann um den Rambock kümmern. Wir haben nämlich nur noch 20%. Wir haben schon 20% des Tors verloren. Während der Rambock immer fröhlich weitermacht. Ich hoffe, wir kriegen bald weitere Verstärkung. Das wäre nicht schlecht. So, jetzt sitzen sie auf jeden Fall hier hinter den beiden Dingern fest. Ich weiß halt nicht, wo ist Chiron? Chiron kann für uns mal kurz aufklären gehen, ob es hier noch Wege gibt. Weil Garensis hat sich von dort aus verzogen. Von hier und hier dürfen schon mal keine Gegner kommen. Okay, die Rabe hat gleich ein Drittel verloren von ihrer Integrität. Okay, hier gibt es noch einen Durchgang. Von dem Gegner. Die Verstärkung zur Ramme. Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Oh, wir haben ein paar Hippikons bekommen und Gargarenzis sagt, wir sollen den Angriff aufgeben. Das machen wir aber nicht. Chiron verfolgt mal Gargarenzis, so guck mal, wohin er sich verkrümelt hat. Oh, noch mehr Verstärkung. Naja, Gargarenzis hat sich hier hinter die Lava verkrochen. Der Feind scheint sich schon mal keine Mühe mehr zu geben, irgendwelche Verstärkung zu schicken. Also die hier sitzen fest. Was auch gut ist, wir haben die Ramme schon unter 50% gekriegt. Kriegen hier jetzt nochmal Reiter und Bogenschützen. Es ist weitere Verstärkung gekommen. Akados könnte ruhig mal wieder brüllen. Genau. Und noch mehr Hopliten. Das Tor zerbricht. Was müssen wir tun, um diese Ramme zu zerstören? Einfach weiter draufhauen. Ajax, das kannst du ja am besten. Jetzt kommt Dorfbewohner und reparieren die Ramme. Das ist nicht so schön. Aber ich denke mal, wir kriegen die Ramme eher tot, als dass die Dorfbewohner sie repariert kriegen. Hopliten. Jetzt kriegen wir sogar Toxoten. Aber ja, die Ramme ist im Eimer. Dafür sieht das Tor auch nicht mehr gerade sehr stabil aus. Und weg mit der Ramme. Poseidon sei Dank. So, wir haben gewonnen. Und Zwischensequenz. Sehr interessant. Ich dachte, ihr wäret so klug gewesen, meine Warnung ernst zu nehmen. Zum Glück führen mehrere Wege in den Tartaros. Dieser kann also ruhig geschlossen werden. Ja. Wir haben es geschafft, die Ramme zu zerstören, aber dafür stürzt die Decke über uns ein. Deswegen nächste Mission. Es wird ewig dauern, hier durchzugraben. Der Zyklop sagte, es gäbe noch mehr Wege in die Unterwelt. Also gibt es auch noch andere Wege heraus. Schatten, die Toten. Wir sind hier fremd, aber sie sind zu Hause in diesem Reich. Sie können uns hier herausführen. Jo, weil wir haben hier im Unterreich ein Problem. In der Mission.
Also erstmal haben wir Elite-Hoplite und ein paar mittlere Toxoten. Und wir haben einen einzigen Blitz, den wir uns für später aufheben sollten. Übrigens habe ich gar nicht die Missionsziele und alles gezeigt. Ziehen Sie in Richtung Westen, um nach den Schatten zu suchen. Ja, Schwerpunkt, Schatten. Die Schatten in diesem Teil der Unterwelt sind für gegnerische Einheiten unsichtbar. Sie können jede beliebige Einheit mit einem einzigen Angriff töten, werden dabei aber auch vernichtet. Gegen Gebäude sind Schatten machtlos. In anderen Teilen der Unterwelt können sie dem Gott Hades dienen, Soldaten. In anderen Teilen der Unterwelt können die dem Gott Hades dienenden Soldaten als Schatten zu ihren Tempeln zurückkehren. Diese Schatten des Hades sind zwar nicht unsichtbar, können aber auch jede Einheit angreifen. Also ja, das hier sind jetzt Kampagnenschatten. Und wie man sehen kann, wir haben null Sichtweite. Deswegen brauchen wir Schatten. Genau. Die Jungs können richtig schön weit sehen. Erkunden Sie den Bereich vor Ihnen. Die Schatten sind für gegnerische Einheiten unsichtbar und haben eine höhere Sichtweite als ihre anderen Einheiten. Das ist halt die Sache im Hades. Also in diesem Teil des Hades. Da im Eingangsbereich ging es ja noch einigermaßen. Töten Sie den Minotaurus. Ein Schatten vergeht, wenn er die Seele einer gegnerischen Einheit mit sich nimmt. Also ja, wir können ihn töten. Diese Schatten können für uns sehen und kämpfen, doch wir sollten ihre Hilfe mit Bedacht nutzen. Ja, da hat Chiron recht. Das Reich durchqueren und seine verlorenen Reliquien bergen. Genau, das ist jetzt das Missionsziel. Wir müssen diese Reliquien hier sammeln. Wobei die hier gerade am heftigsten aussah. Und zwar ist jetzt einfach die Sache, wir müssen mit unserem Schatten vorziehen und unsere Truppen dann immer hinterher holen. Wahrscheinlich werden wir, abgesehen von unseren Helden, ziemlich viel verlieren. Da die Untoten doch etwas, die Monster des Hades doch etwas garstiger sind. Und vor allem weiter sehen können als wir. Und da ist der Styx. Der Fluss der Toten. Und das sind die ist der Khan von Charon. Charon, dem Fährmann. Wer mein, Dings, wie heißt es? Mein Rogue Legacy Let's Play kennt. Der wird Charon auch kennen. Das war nämlich der Typ, der uns immer das Gold am Anfang abgenommen hat, was wir noch hatten. So, ein paar Medusen. Die sollten wir auf jeden Fall mit unseren Helden bekämpfen, weil die verwandeln sonst unsere Einheiten zu Stein. Ein Held ist gefallen. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die noch Akanthos fällt. Okay, Ajax steht zum Glück schon mal wieder auf. Und die eine Medusa kriegen wir auch noch tot. Wir sollten auf jeden Fall in Zukunft erstmal Aufklärungsarbeit leisten mit unserem Schatten. Weil ich denke, ich glaube, hier kriege ich gleich noch mehr Schatten, genau. Oh, das ist nicht so gut. Doch, er ist da oben, der Zyklop. Der packt sich nämlich jetzt gerade meine Einheiten und wirft sie einfach irgendwo hin. Genau, Chiron, töte ihn mal schnell.